This must in this immortal life is also Allah. ويعلم ما في الأرحام. Yeah? والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Ein Junge, es ist nicht genau wie ein Mädchen. Ein Junge, er kann so viele Sachen machen für dich, ja Allah. Aber trotzdem, als die Maryam, als sie die Mutter von Maryam bekommen hat, hat sie gesagt, okay, die ist auch für dich, ja Allah, er kann für dich alles machen. Der hat nicht gesagt, okay, jetzt habe ich eine Tochter bekommen und dann, du weißt genau, ja Allah, dass die Tochter sind richtig schwach, nicht wie die Jungs. Nächstes Mal wieder. Nein, Allah, trotzdem. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. Was heißt Maryam? Auf Arabisch Maryam heißt الطاهرة. الطاهرة. Hä? Die Reine. Hä? Die Reine. الطاهرة. الطاهرة. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك. ها؟ أعيذها بك. وذريتها من الشيطان الرجيم. Was heißt das? أعيدها بك. Wenn du etwas machen willst, أعوذ بالله من الشيطان. Was heißt das? أعوذ بالله. ها؟ Zuflucht. ها؟ Zuflucht. Zuflucht von Shaitan. Ja? Der hat das gesagt. Und deshalb جاء الرسول صلى الله عليه وسلم danach und hat uns ein Hadith gesagt. Danach الرسول صلى الله عليه وسلم قال hat gesagt ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد. Jeder Mensch, wenn er rauskommt, der macht ihm so. الشيطان, deshalb jeder Baby oder jedes Baby schreit. Außer hier, U'iduha bika. Hier ist ein Dua von Hinna. U'iduha bika. Ja Allah, dass kein Shaitan die anfasst. U'durriyata. Wer ist Durriya von Maryam? Isa alayhi salam. Sonst kein. Weil Maryam hat nur Isa alayhi salam bekommen. U'inni u'iduha bika. وذريتها ذريتها اسم عيسى عليه السلام. ها الرسول صلى الله عليه وسلم hat gesagt jeder Mensch wenn er rauskommt in dieser Welt حديث رواه احمد kommt auf dieser Welt jeder muss schreien. Und auch schauen wir سبحان خالق auch die Ärzte wenn jemand nicht ein Baby rauskommt und schreien die schlagen ihn. Und dann schlagen sie und dann schreit er. Subhanallah, der muss schreien. Außer Maryam und Isa alayhi salam. Aber was sagen die Christen? Warum, schau mal, warum die Kinder oder die Babys, wenn die rauskommen, schreien? Die sagen immer, was Adam alayhi salam diese Fehler gemacht hat, deshalb schreien auch. Was ist das? Lachhaft. Nein, lachhaft ist das. Lachhaft ist das. Wallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns so gesagt. Jeder wird schreien außer Isa alaihi salam und seine Mutter Maryam. Abu Huraira radiallahu anhu قال وقرأوا إن شئتم lest ihr, wenn ihr wollt. Was Hinna gesagt hat, inni u'iduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Sie hat so gesagt, Abu Huraira hat gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr auch einen Beweis wollt, dann lest ihr einfach diese Ayah. Inni u'iduha bika wa min dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Das heißt, sie hat Hinna diese Ayah gesagt, diese Dua gesagt, deshalb Maryam hat nicht geschrien. Deshalb auch Isa a.s. hat auch nicht geschrien. Okay? إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبلها الله. الله hat angenommen. Warum? Weil Hinna hat Allah versprochen und sie hat auch gemacht. Als sie Maryam bekommen hat, hat sie gesagt, es ist für dich, ja Allah. Obwohl ein Baby. Und wer hat sie erzogen?
Wer hat Maryam erzogen? Zakaria alayhi salam. Zakaria ist ein Prophet. Nabiyun wa Rasulun. Wa kaffalaha Zakaria. Und schau mal, danach jeder Mensch wollte Maryam erziehen. Was haben sie gemacht? Eine Lose. Jeder muss ein Kalam, ein Stock, ein Holz, kleinen Stock geben und dann so fließt das Wasser in einem Fluss. Und dann haben das weggeschmissen. Wenn einer gegen Wasser fließt, der darf Maryam erziehen. Weggeworfen, Kalamu, Zakaria ist andere Richtung, gegen Wasser. Subhanallah. Da haben gesagt, nein, das geht nicht. Wie immer die Juden reden. Das geht nicht. Muss man eine große Sitzung wieder machen. Ja? Danach, okay, geht nicht. Zweiter Mal, auch genauso. Alle jüdische Holze so fließen, außer von Zakaria, alaihissalam, andere. Zum dritten Mal ist auch genauso. Verkaffalaha Zakaria. Warum? Die vergessen Allah. Allah, die vergessen Allah. Auch wenn die, egal was die schmeißen oder schmeißen, es wird immer das kommen. Kaffalaha Zakaria alayhi salam fi Beit al-Maqdis wa tara'at tahta ri'ayati. Er hat die erzogen. Und manche Rewaid sagen, dass Zakaria alayhi salam ist der Mann von ihre Tante, der Mann von ihrer Tante, von Maryam, alayha as-salam. Wir haben auch einen Beweis im Koran, in Surat Ali Imran, in Surat Ali Imran, Nummer 44. Qala ta'ala, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ يَا زَكَرِيَّا. Das ist eine, ein Ghaib. نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلام ذاك شمال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك مش زكريا زندا يا محمد صلى الله عليه وسلم شمال diese Geschichte keiner von uns kann das wissen wenn nicht Koran kommt oder gekommen ist ذاك ها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم jeder hat seine Kalam geschmissen. Ma kunta ladayhim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam. Wer kann Maryam alayha salam erziehen? Wa ma kunta ladayhim id yakhtasimun. Und die wollen normalerweise das nicht. Die wollen Maryam erziehen, aber nicht nur politische Sachen, damit sie in Al-Quds reinkommen, damit sie auch Al-Quds beherrschen. Immer bis jetzt. Allah, immer bis jetzt. Diese Geschichte, schau mal, vor 2000 Jahren und immer noch jetzt. Die Juden sind die Juden. Ali Imran Nummer 44. وقال تعالى كذلك وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم الملائكة دي انجلز يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك hat dich ausgewählt. Das heißt, es gibt jetzt jemand, der redet und Maryam hat gehört. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Du bist die beste Frau aller Welt. Und wir haben ein Hadith, anderer Hadith. Qala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kamula min al-Rijali kathir. Es gibt so viele gute Männer. Viel, viel.